Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben neugierigen Freunde. Ich begrüße euch wie immer aus dem wundervollen Duisburg. Und ja, das mach nur ich, denn mein Bruder Luzi, der ist ja wieder mit seinem Flugzeug unterwegs, wie ihr wisst, und macht die Welt unsicher. Gestern erzählte er mir, als er noch in Moldawien war, dass er schon heute im Marybird-Land sein will. Nun, ich war jetzt nicht der Beste in Erdkunde, aber soweit ich weiß, sagt mir dieses Land nichte. So rein gar nichts. Also, irgendwie fühle ich mich veräppelt von meinem Bruder. Aber, ja, schalten wir doch einfach mal zu Luzi und fragen ihn mal. Luzi, jetzt bin ich mal gespannt. Siehst und hörst du mich? Und vor allem, bist du tatsächlich in diesem Marybird-Land? Ja, hallo, lieber Jack. Und hallo, meine lieben Freunde. Ja, tatsächlich befinde ich mich im Marybird-Land. Das Land wird auch ganz gerne Birdland genannt, also nicht wie der Vogel auf Englisch, ne? Nicht B-I-R-D, sondern B-Y-R-D, Birdland. Das, was ihr im Hintergrund seht, das ist die Flagge von Marybird-Land. Und jetzt gleich seht ihr auch nochmal genau, wie Marybird-Land gegliedert und aufgeteilt und katalogisiert ist. Marybird-Land ist ein Teil von der Westantarktis und ja, was gibt's hier großartig zu sagen? Es gibt hier ein paar Leute, die hier wohnen, das sind aber Wissenschaftler, ne? Und ja, so richtig Einwohner hat Marybird-Land eigentlich gar nicht. Dementsprechend besitzt es auch keine eigene Nationalhymne. Es gab zwar schon die Versuche aus der Antarktis und der Arktis Mikronationen zu machen, das ist auch soweit gelungen, jedoch muss man sagen, Mikronationen werden ja nicht offiziell anerkannt, leider. Das Marybird-Land, das am Nordrand des westantarktischen Grabensystems liegt, befindet sich östlich des Ross-Schelfeises sowie des Rossmeeres. Die Region weist vulkanische Aktivität auf. Insgesamt befinden sich 23 große Vulkane in dem Gebiet. Zwei wichtige sind der Mount Murphy und der Mount Takai. Der auch dazu zählende Mount Sidley stellt mit 4181 Metern die höchste dortige Erhebung dar. Natürlich hätten wir jetzt für diese Folge einfach nur Bilder von Schnee und Eis zeigen können, weil fällt ja eh nicht auf, aber nein, tatsächlich sind die Bilder, die ihr jetzt seht, wirklich von Marybird-Land. Da die Wissenschaftler natürlich auch nur Menschen sind, braucht es halt in Marybird-Land, wenn Untersuchungen stattfinden, auch einige Häuser. Das ist jetzt aber nicht viel und ist recht übersichtlich. So richtige Einwohner, wie gesagt, gibt es aber nicht. Ja, die Wissenschaftler kommen dann aus allerlei Ländern. Eine offizielle Währung gibt es auch nicht.
Es gibt zwar Bilder von angeblichem Geld aus diesem Land, aber das ist lediglich mit sehr viel Fantasie verbunden. Also eine richtige offizielle Währung gibt es nicht. Der US-amerikanische Antarktisforscher Richard Evelyn Byrd erforschte während der Byrd Antarctic Expedition 1929 diesen Teil von Antarktika, den er nach seiner Ehefrau benannte. Daher auch der Name Mary Byrd Land. Seine geografische Erforschung erfolgte auf Byrds zweiter Expedition 1933 bis 1935 und der United States Antarctic Service Expedition 1939 bis 1941. Bereits im Januar 1902 war die im Nordwesten befindliche Edward the Seventh Halbinsel entdeckt worden. Das Mary Byrd Land gilt mit ca. 1.610.000 Quadratkilometern als das flächengrößte Niemandsland der Erde. Es ist neben dem Bir Tawil in Afrika eines von weltweit zwei Gebieten, die weder eine Form eigener oder fremder Verwaltungsstruktur haben, noch von einem anderen Staat beansprucht werden. Dies gilt jedoch nur für den größten Teil des Mary Byrd Landes. Der Küstenstreifen zwischen 150 Grad West und dem Rossmeer und dem Schelfeis wird als Teil des Ross Dependency von Neuseeland beansprucht. In Atlanten der 1950er und 1960er Jahre ist das Mary Byrd Land manchmal als Sektor der Vereinigten Staaten markiert. Diese haben aber etwaige Gebietsansprüche zurückgestellt. Ansonsten, ja, großartig Blumen oder Bäume findet man hier gar nicht. Was man hier findet, sind Tiere, unter anderem halt Pinguine und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Hier ist wirklich nicht großartig viel los. Es ist lediglich hochinteressant, wenn man überlegt, Mary Byrd Land ist das größte Niemandsland der Welt und ja, wenn man Expeditionen im Eis machen will oder Forschungen betreiben will, dann eignet sich das Mary Byrd Land natürlich unheimlich gut. Sehenswürdigkeiten, ja, was hat man hier an Sehenswürdigkeiten? Zur Linken sehen Sie Schnee, zur Rechten sehen Sie Schnee. Wenn Deutschland aber einen kalten Winter hat, dann kann man denselben Schnee auch sehen. Mit dem Unterschied, in Mary Byrd Land ist er sicherlich nicht so behaftet und viel sauberer als hier unserer. Aber nein, sonst so Sehenswürdigkeiten hat man hier gar nicht. Ich wollte es trotzdem einmal für euch bereist haben, weil es halt schon ein ganz besonderes Land ist, denn es hat auch keine Einwohner. Ja? Ein verrücktes Land, das so verrückt ist, dass es unheimlich ruhig bleibt. Ja? Also, wenn ihr wirklich Abgeschiedenheit liebt und so keine Menschenseele um euch herum haben wollt und es auch von den Temperaturen her kalt liebt, dann kann ich euch Mary Byrd Land nur empfehlen.
wenn ihr überhaupt die Möglichkeit habt, dahin zu kommen, weil so ganz einfach als Tourist dahin zu kommen, ist das natürlich logischerweise nicht, ne, wenn da überall Forscher arbeiten, ne? Verständlich. Ja, das war eine Folge, wie sie wohl kaum vergleichbar sein wird mit anderen Folgen von Luzi bereist. Das nächste Mal wird es etwas lebendiger. Und zwar bin ich da im viel wärmeren El Salvador. Bis dahin also, oder vielmehr, bis morgen. Ciao, ciao. Ja, lieber Luzi, vielen, vielen Dank. Ja, da gibt's tatsächlich dieses Merry Bird Land, was von keinem beansprucht wird und wo auch nichts los ist. Da rockt noch nicht mal der grüne Flamingo. Wahnsinn! Total toll, aber trotzdem irgendwie auch interessant, wenn man sich dafür interessiert. Ja, dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen als bis morgen mit einer Live-Schaltung nach El Salvador.